Patasen, du hast den Romero-Preis erhalten für dein Engagement, für deinen Einsatz in Afrika. Ursprünglich kommst du aus Kerala, Indien. Du hast in Österreich studiert und bist dann nach Afrika gegangen. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, nach dem Studium in Österreich habe ich mir gedacht, ich würde ein paar Jahre in der Mission arbeiten. Ich bin Mitglied eines Missionsordens, Missionare des Heiligen Franz von Sales. Wir sind hauptsächlich tätig in den Missionen. Es war auch mein Wunsch, ein paar Jahre in der Mission zu arbeiten. Und nachdem ich so gut in Luxus in Österreich gelebt habe, wollte ich mich für die Mission ein bisschen engagieren. Das war der Grund. Und ich denke, der Heilige Geist hat mich so bewegt, in die Mission zu gehen. Und er hat dich dann bewegt, wo genau hinzugehen? Du bist im Tschad und im Kamerun und ja, du baust Schulen, unterrichtest sie ein und baust sie aus. Wo genau ist das und welche Schule ist das? Wir bauen eine große Schule in Toba, in Tschad, das liegt im Süden von Tschad, in der Diözese von Toba. Und wir haben große Missionen im Süd-Tschad, im Süden von Tschad. Und diese Missionsschule soll Bildung für vielen Kinder ermöglichen. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist Bildung und soziale Veränderung. Wir Wie viele hoffen, Kinder sind da in der Schule? momentan sind 710 Kinder in der Schule. Wenn das fertig gebaut wird, jo, es wird ungefähr 1200 Kinder sein oder sogar mehr. Du hast jetzt gesagt, fertig gebaut. Blick in die Zukunft. Schulen für Afrika ist auch das Thema der Adventssammlung. Was ist jetzt dein Ausblick und dein Wunsch für die Schule in Doba für die nächsten Jahre? Wir haben eine Phase abgeschlossen. Es bleibt noch eine Phase, die wir noch beginnen wollen, bald wie möglich. Das ist ein großes Gebäude mit Labor, drei Labor, ein Computerlab und auch sechs Klassenzimmer. Das ist das Ziel, dass wir die größeren Kinder von den kleinen trennen können. Und auch die Schule der Matura abschließen kann. Und wenn auch Sie Schulen in Afrika unterstützen möchten, können Sie gerne Patasen und das Schulprojekt im Tschad unterstützen mit Ihrer Spende. Unter www.seisofrei.at können Sie gerne online spenden. Vielen Dank.